Am Freitag, den 11. April, stellte sich der Essinger Bürgermeisterkandidat der Grünen Bürgerliste der Öffentlichkeit vor. Im Rahmen eines gemütlichen Stammtisches im griechischen Restaurant Dionysos in Essingen erzählte er ein wenig über sich und seine Vorstellungen über sein mögliches zukünftiges Amt. Ich bin 48 Jahre alt, Bankkaufmann, habe zwei Kinder, die sind beide in Essingen in den Kindergarten gegangen, auch in die Schule gegangen. Ich bin Gründungsmitglied der Grünen Bürgerliste hier in Essingen. Ja, bin ein Naturliebhaber, Gattefreund und begeisterter Wanderer, und die Natur ist ja für mich so die Tankstelle, und deswegen finde ich es ganz wichtig, die zu erhalten, und habe schon immer mit den Grünen an sich sympathisiert, und wie es dann darum ging, hier in Essingen eine grüne Bürgerliste zu initiieren, war ich da gleich Feuerflamme und begeistert dabei. Es gibt in der Schweiz so eine Initiative, die nennt sich Integrale Politik. Und die hat einen ganz guten Leitsatz, der mir sehr gefallen hat, und zwar sagt die: Ich betrachte mich als Teil der Erde und die Erde als Teil von mir. Und das ist auch so meine Vorstellung. Die sagt auch etwas, was mir auch am Herzen liegt, eben nicht dieser Bürokratismus oder dieses Streben nach Macht oder Einfluss, sondern einfach so, ich nenne es einfach mal so, Politik aus dem Herz heraus. Oder Politik aus der Intelligenz des Herzens, klingt ein bisschen hochgestochen, aber einfach so ein bisschen mit, auch aus dem Bauch raus. Ich denke halt, dass so Erfolge wie von Organisationen, Greenpeace oder WWF oder auch von den grünen Parteien in Deutschland schon für erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt haben. Wir haben das Erneuerbare Energiegesetz, wir haben den Atomausstieg und so weiter. Das sind Erfolge, an die es aus meiner Sicht anzuknüpfen gilt. Ich bin für eine Förderung der Versorgung landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus regionalen Betrieben. Ich bin in der Vergangenheit schon öfters aktiver, habe mich beim Gemeinderat über die umweltfeindliche Ausrichtung hier in Essingen beschwert und war jetzt der Meinung, wenn man ständig meckert oder auch Briefe an den Gemeinderat schreibt, dann muss auch mal sich bereit sein, was zu tun. Deswegen haben wir uns das überlegt, und ich habe mich letztendlich schon bereit erklärt, auch zu kandidieren. Mein Ziel ist es eigentlich, da so eine Blockbildung zu vermeiden im Gemeinderat, sondern einfach so ein gemeinsames Miteinander zu erreichen. Das wäre ein Erfolg fürs Dorf oder für den Ort hier in den Vordergrund zu stellen und nicht sagen, nur weil es der von der Seite gesagt hat, bin ich der Gegner, und obwohl es auch eigentlich eine gute Idee ist. Ich bin für eine zukunftsorientierte Dorfgestaltung. Ich finde, es wird zu wenig für die ältere Generation in Essingen getan. Da finde ich, muss ich unbedingt was tun. Wir haben neue Kindergärten, wir haben neue Schule, wir haben neue Jugendtreff. Da ist was gemacht worden, aber für die ältere Generation, finde ich, ist zu wenig gemacht worden. Ja, dass man Begegnungsstätte schafft, dass man so wie es jetzt schon die Antje Braun hier, Nachbarin von mir, auch macht. Ich bin der Meinung, dass man es auch auf Gemeindeebene von der Gemeinde her da was bewegen muss, was machen muss für die ältere Generation. Ja, und ich habe schon öfters gehört, ich habe überhaupt keine Erfahrung. Ich war noch im Gemeinderat, auch politisch bisher nicht engagiert, aber diesen vermeintlichen Nachteil sehe ich jetzt, der Unerfahrenheit sehe ich eher als Vorteil, weil ich unbelastet und neutral in die Sache rangehe, was das theoretische Wissen angeht, ich meine Frau, die hat öffentliche Verwaltung studiert, und vom Thema Umwelt und Naturschutz, was wir heute erläutern wollen, haben wir uns einfach so ein paar Punkte überlegt. Das ist zum Beispiel auch die nachhaltige Bewirtschaftung des Wassers im Dorf, da haben wir jetzt gerade darüber gesprochen, mit dem Hainbach, mit Rückhaltebecken, mit Pflege vom Hainbach. Das ist eigentlich längst beschlossen, die Hofstadter haben es schon längst gemacht. Wir fragen uns zu Recht, warum macht ihr nichts? Mehr Grün anstatt zu betonierte Fläche, wie man es hier sieht. Wir als Grüne Bürgerliste sind klar gegen Gentechnik, wollen eigentlich motivieren zur biologischen Landwirtschaft, Einführung, und wollen das unterstützen. Wir sind gegen die Verwendung von Pestiziden. Das sieht man auch daran, dass es nicht so ist, dass in unserer Gemeinde Pestizide verwendet werden. Haben wir mit Fotos dokumentiert, was eigentlich verboten ist.
Da sind wir strikt dagegen. Wir wollen die Bäume in Essinger in der Schutzstelle oder auch den Baumtrevel hier vor der Dahlberghalle wurde unsere gute Stube. Das war schon mehrfach Anlass, wo ich mich beschwert habe, weil ich jemand an der Hand habe, der wirklich was davon versteht, wie man Bäume schneidet, wie man Straßenbäume schneidet und wie das hier gemacht wird. Das ist falscher Kamerad, Straßenbäume eigentlich nicht schneidet. Das ist eine gezielte Zerstörung der Baumkrone. Dazu gehören auch die Essinger Waldflächen. Gerd Bayer hat bis jetzt schon einiges über sich und seine Vorhaben erzählt. Das Thema war gerade beim Essinger Wald angelangt, aber die Nebengeräusche in der Gaststätte wurden dann doch zu laut. Deshalb beschlossen wir, der Sache angemessen, die Unterhaltung in den nächsten Tagen in der freien Natur fortzuführen. Seien Sie also gespannt, was der Kandidat der Grünen Bürgerliste Essingen über den Gemeindewald zu sagen hat.